Der Herr Hense hat Fragen im Chat geschrieben. Also er schreibt zum einen, wenn man an der Stelle auf Bodhas Weiher schaut, das war auf der einen Folie, wo eben Bodhas Weiher auch zu sehen war, sieht man da bereits den Effekt der Zone 30 oder des Tempo 30. Ich gehe hierbei gerade. Genau, ich muss auch mal gucken, welches. Das war Ich relativ gehe am hier mal Anfang. gerade durch. Das ist letztendlich hier unsere Analyse von Bodhas Weiher. Das war Wir relativ. haben War weiter vorne, wo diese Komplettgrafiken. Genau hier. Auf Seite 12 müsste da, es gewesen genau, sein. Hier, da sieht man ja, dass dann das Genau, also wirklich das so ist. weggeht. Ja, das ist also exakt der Bereich. Sie können hier erkennen, das Tempo 170, was hier auf der Straße zugelassen ist, die freie Schallausbreitung in Anführungszeichen und dann diese Einschnürung, die zum einen dadurch entsteht, dass ich natürlich Bebauung am Straßenrand habe, die abschirmt, aber immer den Lärm noch ein bisschen einrücken lässt und dann die Bereiche, wo das Tempo 30 ist, wo eben ein sehr, sehr schmales Lärmband mit vorliegt, das dann aber am Ortsausgang, wo die Geschwindigkeit freigegeben ist, sich entsprechend wieder mit ausdehnt. Das ist hier genau so ein Bereich, den man da im Plan mit erkennen kann. Genau, mir ging es darum, diese Werte, Sie hatten jetzt erklärt, diese Werte sind ja nicht gemessen, sondern nur errechnet. Und da stellt sich von mir schon die Frage, wie ernst und wie belastbar kann ich diese Werte sehen? Weil das ist ja schon ein Unterschied, ob ich da jetzt mit einem Messgerät lang gehe oder ob ich irgendwas zusammenrechne und ich habe da vielleicht sogar die Befürchtung, dass man an ein paar Orten vielleicht auch mal vorbeirechnet, in Anführungsstrichen, wenn Sie verstehen, was ich meine. Die Frage verstehe ich zu gut. Das ist eine Frage, die auch regelmäßig gestellt wird. Wie folgt, wenn Sie mit dem Messgerät unterwegs sind, das bieten sich ja heutzutage die meisten Handys mit der entsprechenden App schon dazu an, stellt man fest, dass hier Pegel auftreten, die deutlich höher sein können. Sie haben eine LKW-Vorbeifahrt und stellen dann plötzlich auf Ihr Messgerät fest, am Gehwegrand, Sie haben Pegel von 70, 75 dB oder höher. Eben genau dann, wenn dieser LKW vorbeifährt oder wenn ein lautes Motorrad vorbeifährt, ein bisschen niedriger vielleicht, wenn PKWs mit unterwegs sind. Aber das ist immer nur dieser Vorbeifahrpegel, dieses Einzelereignis. Wir stellen hier dar die Pegel im LDEN über 24 Stunden. Zwar mit einer Gewichtung in den Abend- und Nachtstunden, aber dann in der Nacht tatsächlich nur die Mittelungspegel über 8 Stunden in der Nacht. Das heißt, hier wird jede Vorbeifahrt aufgenommen, aber natürlich dann auch die ruhigen Zeiten, wo zum Beispiel kein Auto unterwegs ist, fließen hier genauso mit ein. Diese Festlegung, dass nur der Mittelungspegel mit herangezogen wird, die ist in unseren Richtlinien mit verankert. Das heißt, auch unsere Auslösewerte oder unsere Grenzwerte, die wir allgemein verwenden, die beziehen sich immer nur auf einen Mittelungspegel. Dadurch ist alles subjektive, alle Eventualitäten somit ausgeklammert. Aber wenn ich noch ausholen darf, wenn man nur auf einen Spitzenpegel dieses eine Mal, wo dieses Fahrzeug vorbeifährt, zum Beispiel einen Lärmschutz dimensionieren würde. Also Sie haben 80 dBA, die Sie messen bei einem LKW und Sie sagen jetzt 80 dBA an meinem Hause, hierfür will ich einen Lärmschutz. Diese 80 dBA würden dann für jeden gleich gelten. Also egal, ob bei dem einmal am Tag ein LKW mit diesen 80 dB vorbeifährt oder ob an einer vielbefahrenen Straße 30-Sekunden-Takt so ein LKW mit vorbeifährt, der würde auch die gleichen Lärmschutzmaßnahmen mitbekommen. Das heißt, hier reicht wirklich dieser Vorbeifahrpegel nicht mehr aus, um hier ein Ergebnis zu zeigen, das auch eine Lästigkeit mit hinweist. Denn die eine Vorbeifahrt am Tag ist sicherlich leichter zu ertragen als im 30-Sekunden-Takt immer wieder diese LKWs. Beim Mittelungspegel wäre diese eine Vorbeifahrt nur ein Ereignis, dann wäre lange Zeit Ruhe. Und hieraus der Mittelungspegel, das ist jetzt nicht die Mitte, sondern die energetische Mitte mathematisch ausgedrückt, die ist dann anders, als wenn hier ununterbrochen diese LKWs vorbeifahren würden. Dann wäre also dieser Mittelungspegel deutlich höher, was dann auch der Realität entspricht. Daher auch diese Festlegung auf den Mittelungspegel. Soweit schon klar. Das, so viel Statistik habe ich dann trotz begrenztem Verständnis für Zahlen dann auch aus dem Studio mitnehmen können, dass also eine Grundlage auf Ausreißer nicht klug ist. Aber Sie stehen ja auch nicht da und sind jetzt in der Ortsmitte im Bundesweiher mit dem Messgerät den ganzen Tag und gucken dann, was rauskam. Sondern Sie haben ja jetzt, wenn ich das richtig verstanden habe, Berechnungen angestellt von den Lärmwerten aufgrund der Verkehrszählungen, oder? Ja, aufgrund der Verkehrsanalyse des Verkehrsmodells, was uns vorliegt, ja.
Genau. Aber diese Zählungen, die Was anderes sind, als eine Messung. ja, aber das sind Verkehrszählungen, die also die Grundlage dann bilden für diese Ausbreitung der Schall, also für die Schallberechnungen. Die Verkehrszählung, da wird ja tatsächlich jedes einzelne vorbeifahrende Fahrzeug mit aufgenommen. Das heißt, hier ist es wirklich ein empirischer Wert, der ermittelt wurde. Und mit diesen Werten werden anschließend die Lärmberechnungen mit durchgeführt. Also wir haben eine realistische Grundlage, die Straßenverkehrszählungen, die hier durchgeführt wurden, die dann in das Modell mit eingeflossen sind und basierend auf diesen Verkehrsdaten die tatsächlichen Schallausbreitungsberechnungen. Ganz kurze Ergänzung dazu. Also es gab eine sehr, sehr umfangreiche, wirklich Vor-Ort-Zählung zum damaligen Mobilitätskonzept 2012. Das ist sehr, sehr umfangreich und das wurde jetzt sozusagen auch fortgeschrieben. Ich habe eine Wortmeldung von Herrn Hopp gesehen. Ich hätte eine Frage an den Herrn Reichert, und zwar geht es um die Hauptstraße. Vor allem die nördliche und die südliche Hauptstraße. Da haben Sie ausgeführt, dass ja, der Lärm so hoch ist, dass man hier Tempo 30 machen könnte, von der Oberländerstraße bis zur Friedhofstraße. Und danach geht es ja weiter in der südlichen Hauptstraße. Da geht es ja auch dann weiter, kommt auch ein Stück, wo man dann die Tempo 30 einführen könnte. Jetzt ist natürlich die praktische Vorstellung ist jetzt natürlich so, ich fahre jetzt die Hauptstraße entlang bis zur Friedhofstraße, dann ist 30 oder von der Oberländerstraße zur Friedhofstraße fahre ich 30 und danach fahre ich dann wieder 50, fahre dann über das Sundheimer Kreisel und dann kommt irgendwann einmal im Süden dann schon wieder eine 30er-Zone. Generell würde ich spontan sagen, hey, da machen wir doch die ganze Hauptstraße 30. Jetzt ist aber die Frage, ist das überhaupt möglich? Darf man das oder darf man das nicht? Oder ja, einfach der Gedanke her, wenn ich dann wieder 50 fahren darf mittendrin, wird es angenommen. Da habe ich doch schwere Bedenken, ob das auch so funktioniert. Das ist ein guter Einwand. Der Kooperationserlass der Lärmaktionsplanung, also das Land selber, hat darin empfohlen, auf Geschwindigkeitswechsel, auf zahlreiche Geschwindigkeitswechsel zugunsten einer durchgehenden Geschwindigkeitsbegrenzung zu verzichten. Das heißt, wir hatten in der zweiten Stufe der Lärmaktionsplanung, als wir die Verkehrs- und Schutzrichtlinie STV als einzige Möglichkeit hatten, hier Geschwindigkeitsbeschränkungen zu beantragen, wirklich die Krux, dass in dieser Richtlinie wörtlich drinsteht, dass für den Zeitraum, wo die Überschreitungen vorliegen, auch nur Maßnahmen angeordnet werden durften. Das heißt, wenn es eine Überschreitung in der Nacht gab, aber nicht am Tag, durfte ein Tempo 30 nur in der Nacht mit angeordnet werden. Das führte dann dazu, dass man mancherorts sich immer nur wundert. Man braucht bloß Richtung Freiburg schauen, da war das dann wirklich schon irgendwann gefährlich. Gilt jetzt diese Tempo 30 ganztags, nur nachts oder vielleicht nur tags oder nur eingeschränkt oder ist jetzt wieder 50? Man wusste es dann gar nicht mehr. Das heißt, das soll jetzt vermieden werden durch die Möglichkeit von Lückenschlüssen bis zu 300 Meter Länge. Wir haben jetzt hier auf der Hauptstraße, und jetzt, ich hatte hier für diese Präsentation ausgewählt, diesen Beurteilungszeitraum Nacht. Da sieht man, dass wir relativ wenig Betroffene haben. Warum? Weil wir ja auf der Hauptstraße nachts schon das Tempo 30 mit drin haben. Das heißt, hier in diesem Bereich ist es nicht so, dass wir jetzt nur, wo die roten Flecken sind, das Tempo 30 ausweisen, sondern die Tagkarte, die Sie letztendlich dem Gesamtbericht entnehmen können, hier eine durchgehende Betroffenheit mit darstellt. Aber jetzt mal runtergeschaut auf den Bereich nach Sundheim. Hier ist es tatsächlich so, da wo heute das Tempo 30 ist, ist praktisch keine Betroffenheit mehr mit vorhanden. Aber da haben wir ganztägig Tempo 30. Und dann hier am Ortseingang haben wir Betroffenheiten, also können wir hier Tempo 30 anordnen und südlich davon auch wieder. Jetzt ist es aber von der Auflistung her nicht so, dass es also nur Bruchstücke ist, sondern entlang, gerade bei der Ortszufahrt von Sundheim, wir haben halt nur noch das ganztägig vom Kreisverkehr bis an den Ortsrand, dann durch den Ortskern ist schon das Tempo 30, darum kommt es wieder am Schluss. Und man kann natürlich jetzt hier, wenn man die Einzelmaßnahmen liest, wirklich das Gefühl haben, nein, nein, das ist ja ein Bruchstück, was wir machen, aber tatsächlich ist es dann ein durchgehendes Tempo 30, wie man dann spätestens im Maßnahmenplan mitentdecken kann. Also wir haben dann speziell durch Sundheim durchgehend Tempo 30. Aber es gibt tatsächlich diese offene Flanke. Das ist also der südliche Ausgang von der Hauptstraße. Dieser Bereich hat etwas über 300 Meter. Es sind so knapp 400 Meter. Das wird dann eigentlich eine Sache sein, wo man sicherlich mal mit der Verkehrsbehörde reden muss und denen ganz klar sagen, also ist es hier nicht möglich, dieses Tempo 30 vielleicht doch durchzuführen, weil natürlich das Beschleunigen oder hier zum Kreisverkehr hin jetzt nicht förderlich ist. Aber das ist eine Sache,
die man erst in der Antragstellung machen kann, die man so einfach aufgrund fehlender Betroffenheiten nicht beschließen kann. Okay, also wir können aber theoretisch, wie Sie gesagt haben, da rangehen und versuchen, dass man den Lückenschluss dann auch hinbekommt dann. Den Versuch auf alle Fälle, und das wäre in dem Bereich wirklich dringend zu empfehlen. Okay, prima, Dankeschön. Volker Lutz, Ortsvorsteher von Hohenhorst, aber wahrscheinlich ist das schon in einer früheren Sitzung vielleicht beantwortet worden. Es gibt ja Straßen, die verlaufen direkt an der Grenze zum Stadtgebiet, also zum Kehler Gebiet. Das ist einmal die B28 Richtung Wilstedt, da ist ja direkt dann noch Korg und Odelshofen betroffen, die hier nicht berücksichtigt sind. Also quasi gar nicht, ist klar, weil da auch keine Maßnahme gemacht werden muss. Und ganz im südlichen Teil, weil aus dem Grund melde ich mich, ist das die L98, die fast ähnliche Verkehrszahlen wie die B28 aufwirft, wo quasi gar nicht betrachtet ist. Also wenn man ganz in den Süden geht, ist ja die Straße nicht auf Kehler Gemarkung oder Hohenhorst und Gulscherer Gemarkung, sondern da geht die Grenze hart dran durch, also 2 Meter rüber wäre auf Gemarkung Kehl gewesen. Und die ist jetzt hier nicht berücksichtigt. Meine Frage wäre, wird es irgendwo anders berücksichtigt, diese Straße, dass sie auch Lärm für Kehlergebiet macht? Wir haben eigentlich bei dem Lärmaktionsplan von Kehl darauf geachtet, dass wir alle Straßen, die also eine Auswirkung haben auf Kehl, auch mit berücksichtigen, aber immer unter der Bedingung, dass sie natürlich diese Voraussetzung hinsichtlich der erforderlichen Verkehrsmengen, also mindestens mehr als 3000 Fahrzeuge, auch mit erfüllt. Und diese Einschränkung muss man auch geben, dass hier tatsächlich auch Verkehrszählungen mit durchgeführt wurden, wobei das eigentlich, das will ich hier mal ausschließen, weil man eigentlich da doch sehr detailliert im Stadtgebiet von Kehl Untersuchungen haben. Also insofern. Ich habe jetzt ganz verstanden, glaube ich. Ich meine, die Straßen, die nicht auf dem Kehlergebiet sind, aber direkt an Kehlergemarkungen dran grenzen. Ja. Da gibt es die 28 Richtung Wilstedt, die haben wir nicht drin. Da sind da ganz kleine Stück drin, da oben gegenüber dem Korg. Und wenn man ganz rund in den Süden geht, ist die L98. Und die L98 ist die Straße von der Umgehung von Straßburg, die vielbefahrene Straße. Ich kenne jetzt die Zahlen nicht, wie viele Autos das da durchfahren. Ganz unten im Süden, Goldscheuer, Kittersburg, Hohenhorst, da geht die L98 lang, genau auf der Markungsgrenze. Genau, da ganz unten auf der linken, genau, da unten die mit da der hohen Geschwindigkeit. Ja, ich habe jetzt die Karte ist da nicht. Gott sei Dank diesen Plan genau so abgeschnitten, dass man das nicht mitzieht. Ich meine aber, wir haben diese Straße mit drin im Gesamtplan. Da müsste ich jetzt aus der Präsentation entsprechend mal mit raus. Im Gesamtplan müsste unten diese L98 auf alle Fälle mit enthalten sein, weil wir also solche tangierenden Straßen sehr wohl mit berücksichtigen. Aber ich gebe eine Einschränkung. Wir haben keine Verkehrsgeräusche aus dem Nachbarland mit kartiert. Das heißt, dass hier nebendran Straßburg ist. Sie sehen diese schwarze Linie, das ist die Mitte vom Rhein. Das ist das, wo es Katasterdaten gibt. Das ist da, wo die Zuständigkeit des Landes Baden-Württemberg und der Bundesrepublik Deutschland aufhört. Wir haben keine Verkehrsmengen oder keine parallel des Rheins verlaufenden Straßen, die hier auf Kehl mit einwirken. Diese Einschränkung muss man hier speziell für Kehl machen. Aber die B28, was vorhin angesprochen war, ich hoffe, im Plan 10, also hier, auch wenn das, meint, das ist schon Gemarkung Wilstedt, was hier mit angrenzt, auch wenn hier diese Straße ausgeklammert wurde, der Verkehr ist trotzdem gerechnet. Sie können das hier an der roten Linie, an dieser Isophone mit erkennen, dass die durchgängig ist. Also es ist nicht so, dass wir diesen Verkehr mit der Gemarkungsgrenze abschneiden. Das wäre natürlich ein K.O.-Kriterium. Also das ist hier wirklich ein durchgehendes Lärmband, wie Sie erkennen können, dass also auch die Bereiche, die nicht unmittelbar in der Gemarkung mit drin sind, in jedem Fall mit berücksichtigt. Gut, danke. Ich sehe es jetzt auf der Karte, die Folie habe ich nicht gesehen. Das geht quasi auf der Folie, wo jetzt gezeigt wird, da unten, was, wo da wo Hohenhorst, Kittersburg, Goldscheuer liegt, diese L98. Das ist ja von der Zahl her ähnlich wie B28. Ja. Herr Reichert, ich habe eine weitere Wortmeldung von der Frau Bundes. Und im Anschluss daran hat sich der Herr Melger zu Wort gemeldet. Ja, Herr Reichert. Ich habe eine simple Frage, und zwar geht es bei mir um die Zeitschiene. Wie lange dauert es denn von der Offenlage bis zur tatsächlichen Umsetzung? Wir sind natürlich auch gerade in den Haushaltsberatungen. Da interessiert es natürlich auch, müssen wir dafür Geld noch in die Hand nehmen? Ich finde ja jetzt diese Möglichkeit, dass wir 30er-Zonen einrichten, sehr gut, weil wir oftmals ja uns gesagt worden ist, nee, das geht nicht. Und mit Ihrer Vorstellung jetzt und dem, was wir gehört haben, sehe ich da natürlich jetzt eine positive Entwicklung, würde aber gerne wissen, wie diese zeitliche Schiene ist. Wann können wir denn damit rechnen, dass wir das umsetzen können? Das natürlich dann mit der Frage, wann gehen wir in die Offenlage? Wir haben dieses Thema Corona. Der EU war es ein ganz, ganz großes Anliegen, dass Bürger beteiligt werden bei der Lärmaktionsplanung.
dass man Informationsveranstaltungen macht, dass es hier wirklich möglich ist, dass ein Mitspracherecht besteht. Dieses Mitspracherecht ist eigentlich seit Mitte März letzten Jahres praktisch in sich selbst zusammengebrochen. Das heißt, hier auch heute dieses Thema, wir bieten an, dieses Video anzuschauen, um hier die gewissen Erläuterungen zu sehen, um quasi diese Vorstellung mitzubekommen, was eine tolle Sache ist. Startet dann mit der Offenlage. Momentan empfiehlt man ja statt 4 Wochen, das vielleicht auf 6 Wochen aus. Und nach der Offenlage, ich sage, wir brauchen in jedem Fall 1-2 Monate, um mit den eingegangenen Stellungnahmen dann hier eine Synopse zu erstellen. Dann ist es das Thema, wann kommt man wieder in den Gemeinderat? Dann müssen die entsprechenden Anträge mitgestellt werden an die Verkehrsbehörden. Ich wage mal, ganz ehrlich gesagt, zu bezweifeln, selbst wenn man die Zeiten hier, Bearbeitungszeiten minimiert, aber im Hinblick auf die möglichen Gemeinderatstermine und das Leben des Regierungspräsidiums, dass dieses Jahr noch eine Genehmigung für irgendeine Tempo-30-Maßnahme erteilt werden könnte. Wenn vielleicht dann noch irgendwie als Weihnachtsgeschenk, aber das ist wirklich nur eine ganz persönliche Meinung. Wir würden ja jetzt praktisch die Unterlagen, auch mit dem kompletten Bericht, würden wir jetzt ja in die Ortschaften, also an Sie alle und dann an den Gemeinderat geben zum Offenlagebeschluss. Also aus meiner Sicht müssen wir dann schon auch nochmal überlegen, ob wir nicht nochmal irgendeine Art von Bürgerveranstaltung machen. Und dann findet die Offenlage statt, wie Herr Reichert gerade gesagt hat, die Offenlage mindestens 6 Wochen. Dann sind wir mindestens im Mai. Wenn wir gut sind, kriegen wir noch vor der Sommerpause den Beschluss hin für den Lärmaktionsplan und wären dann eben in der Genehmigung bei den höheren Behörden. Also ich denke, das Weihnachtsgeschenk wäre schon sehr gut. Aber es würde natürlich in Anführungsstrichen auch nur die Tempo-30-Bereiche betreffen. Keine weiteren Maßnahmen, weil alle anderen Maßnahmen, gerade mit Straßensanierung, natürlich überhaupt nicht im Haushalt enthalten sind in diesem Umfang. Aber mit den nur kurze Nachfrage, mit den Mitteln, die wir momentan im Haushalt haben, können wir natürlich diese Maßnahme 30er-Zone, ist ja jetzt kein hoher Betrag gewesen, wahrscheinlich auch ohne Probleme umsetzen. Ja, 30 meine ich, genau. Gut. 30 ist umsetzbar, aber eben Okay. Alles weitere schwierig. Gut, danke schön. Ja, dann habe ich den Herrn Melger mit der nächsten Wortmeldung. Herr Melger, bitte. Die Frage von der Sanja, die hätte ich jetzt auch gehabt, aber das ist wichtig, das zu hören. Ich habe noch eine ganz andere. Sie hatten an der B28 Richtung Straßburg, an der Europabrücke, ja auch eine höhere Verkehrsbelastung. Und meine Frage wäre jetzt, halten Sie eine Wohnbebauung auf diesem noch freien Areal für möglich, beziehungsweise welche Maßnahmen müsste man dann ergreifen? Denn Sie haben die Tramlinie vorhin angesprochen. Die Trambrücke ist relativ laut. Also wenn man dort steht, man hört einen erhöhten Lärm. Da ist die Eisenbahnbrücke mittlerweile leiser, als es die Trambrücke ist. Mich würde jetzt interessieren, wenn wir an eine Bebauung denken würden, welche Maßnahmen lärmschutzmäßig müsste man denn da ergreifen? Ich habe jetzt hier mal auf den Hotspot-Plan mit drauf hingeklickt und ginge dann um den Bereich hier quasi Rheinufer, daneben dem Hochhaus, was wir jetzt hier an der Europastraße haben. Ganz genau. Das ist ein Bereich, wie man hier schon sehen kann. Wir haben ja einen ganz, ganz dunklen Hotspot, ganz einfach aus dem Grund, wir haben Gebäude, das sind 160 oder waren es um die 60 Wohneinheiten mit drin, also viele Geschosse, Wohnungen und sehr hohe Lärmbelastungen. Diese Lärmbelastungen liegen hier nachts im gelben Bereich, das heißt, da sind hier bei größer 57 dBA eine Ausweisung eines Wohngebietes, also eines allgemeinen Wohngebietes, gelte es in der Nacht 45 dBA einzuhalten. Also wir haben hier Überschreitungen mehr als 12 dBA. Das heißt also hier als Wohnstandort, es lässt sich realisieren, aber Sie müssen davon ausgehen, Sie kriegen entsprechende Auflagen, was Schallschutzmaßnahmen mit angeht. Also zum Beispiel ein Verbot der Orientierung von Aufenthaltsräumen, die zum Schlafen dienen, in Richtung der Europabrücke, Römerstraße. Oder dann natürlich Auflagen zum passiven Schallschutz. Das heißt entsprechend vielleicht Lodger, Balkonverglasung. Also es ist auf alle Fälle aufwendig. Und man muss dann eine strikte Orientierung nach Süden bei dieser Bebauung natürlich versuchen, dass die Leute dann auf der lärmabgewandten Seite hier entsprechend dann auch ruhige Bereiche haben, wo man auch einfach mal so das Fenster mit aufnehmen kann. Also da wäre die Empfehlung dann ganz klar ein langer Baukörper, so bis in den Rhein rein mit entsprechend Wohnen dahinter oder hier so eine Art L, dass man dann einen ruhigen Bereich mit einsetzen kann.
Da noch die Nachfrage. Das betrifft jetzt aber den Straßenverkehr, klar. Und für den Bahnverkehr auf der anderen Seite müsste dann dementsprechend das auch gemacht werden. Also grundsätzlich eigentlich ist die Maßnahmen für den Lärmschutz dort mit zu berücksichtigen, wenn dieses Gebiet entwickelt werden würde. Also das ist das Thema Lärmschutz. Hier ist jetzt nur dargestellt der Straßenverkehr. Wir hatten ja die Karte vom Schienenverkehr auch mitgesehen. Das heißt, hier ist in jedem Fall zu prüfen, welche Vorgaben sind dort. Wenn man also jetzt nördlich der Straße, südlich der Schiene ist, wird es dann schon wieder kritisch. Wo kann ich denn hier Räume generieren, die noch ruhig sind? Gerade wenn ich zur Straße hin dann meine Schlafräume oder sowas orientieren will, geht nicht, weil es eigentlich zu laut ist. Eine Nordorientierung ist immer schlecht verkaufbar oder vermietbar, geht dann auch noch in Richtung Schiene. Das heißt, es ist wirklich ein Standort, wo man das Thema Wohnen sicherlich mal sehr kritisch hinterfragen müsste. Oder dann eben abgeschirmte Innenhöfe, also wenn ich da so kleine Quadrate oder sowas baue mit einem entsprechenden Innenhof, wo man dann vielleicht auf solche Maßnahmen mit umsteigen müsste. Okay, vielen Dank. Ich habe als nächste Wortmeldung den Herrn Wuttke. Ja, also ich wollte auch nur kurz zu dem Thema einsteigen. Das ist ja so, dass wir hier wirklich eine spezielle Situation haben. Das ist ja ungünstigerweise von allen Seiten belastet. Selbst über den Rhein rüber haben wir da Belastungen aus dem Hafengebiet. Wir haben auch von hinter den Schienen Einträge aus unserem großen Gewerbegebiet Kehler Hafen, sodass wir da auf jeden Fall Sonderlösungen kriegen. Also die Entwicklung da ist nicht einfach. Wir gucken da wirklich nach Referenzgebieten in Deutschland, also wirklich nach den anderen komplizierten Gebieten. Da sind zum Beispiel im Hamburger Hafen bei den Entwicklungen Lösungen gefunden worden, sind Sondertatbestände dann genehmigt worden. Auf sowas müssen wir sicherlich hier auch zurückgreifen. Also da dürfen wir uns keine falschen Illusionen machen. Das ist schon sehr anspruchsvoll, diese Entwicklung. Darf ich ein Wort zu dem Thema Hafen City noch loswerden? Das Hafen City, es wird immer gern gesagt, weil man es da geschafft hat, mitten in den Hamburger Hafen rein Wohnbebauung zu setzen. Es ist so, dass in Baden-Württemberg bis heute noch nicht ein einziges Mal eine dieser Lärmschutzmaßnahmen aus der Hafen City genehmigt wurde. Also da gibt es ja immer diese Fenster, die doppelt oder zwei Fenster hintereinander, die man versetzt kippen kann und sowas. Diese Maßnahmen, das ist alles immer noch ein Alleinstellungsmerkmal in Hamburg, das ist also hier in Baden-Württemberg überhaupt noch nicht zu den Maßnahmen Zulassung getroffen hat. Hier gilt also gerade, was den Gewerbelärm angeht, immer noch das Einhalten einen halben Meter vor dem geöffneten Fenster, was es also extrem schwierig macht hier, ohne wirklich eine zweite Gebäudefassade oder sowas dann entsprechend auch zu agieren. Das ist aber nur so ganz nebenbei. Ja, Jokas hat sich gerade gemeldet. Herr Jokas, bitte. Ja, zunächst mal vielen Dank für die aufschlussreiche Präsentation, die sehr gute. Und ich habe jetzt nochmal eine Frage zu Kork. Hier habe ich gesehen, ich bin der Ortsvorsteher von Kork, und zwar die 30er-Zone, die hier jetzt vorgeschlagen wird, die hört kurz vor dem Bahnhof auf. Kann das sein? Genau am Bahnhof ist ja auch da die Gefahrenstelle jetzt, wo viele Fußgänger die Straße kreuzen. Also gerade am Bahnhof wird die Straße gekreuzt von vielen Fußgängern und von dem her wäre es nicht empfehlenswert, hier gerade die 30er-Zone kurz vorher enden zu lassen. Wir haben tatsächlich die Schwierigkeit, Sie sehen das hier, das ist also der Notfall, die heutige Betroffenheit, dass uns, und das ist jetzt hier dargestellt, für die Nacht, aber sprich genauso für den Tag. Das heißt, wir haben hier zwar an den Gebäuden, die sehr, sehr nahe stehen, im Bereich der dichten Bebauung, da kriegen wir noch Überschreitungen, aber sobald die Bebauung ein bisschen auflockert, beziehungsweise der Abstand auch zum Fahrbahnrand größer wird, reicht es eben nicht mehr, dass hier diese gesundheitskritischen Werte mit überschritten werden. Und damit kommen wir in den Bereich, wo wir sagen müssen, da können wir diese Tempo-30-Anordnung nicht mehr beantragen, die wird nicht genehmigt werden. Und ein, was wir auch schon immer wieder nachgefragt haben, auch mit dem Regierungspräsidium, kann man das dann nicht vielleicht als Lückenschluss entsprechend mit durchziehen? Da ist dann ganz klar die Vorgabe, ein Lückenschluss funktioniert nur zwischen Tempo-30-Bereichen, aber nicht irgendwie in Richtung Ortsausgang. Gut, danke für die Auskunft. Da müssen wir uns dann vielleicht was überlegen. Das hätte Sicherheitsaspekte hier einfach darstellen. Das ist noch ein anderer Ausweg. Es gibt keine Wortmeldungen oder es werden mir keine mehr angezeigt. Dann würde ich das Wort an den Herrn Wuttke weitergeben zum Schlusswort. Dann bedanke ich mich. Ja. Dann bedanke ich mich zum einen beim Herrn Reichert für den Vortrag. Gerne. Ich fand den jetzt gar nicht, ich habe Ihre genaue Formulierung nicht mehr im Kopf, aber so langwierig fand ich ihn gar nicht. Ich denke,
die anderen konnten ihm auch gut folgen. Es kamen ja doch einige Wortmeldungen. Insofern da auch vielen Dank für den eloquenten Vortrag, für den spannenden Vortrag. Und wir bleiben ja in Verbindung. Ich bedanke mich bei allen, die jetzt sich den Abend Zeit genommen haben, sich zu diesem wichtigen Thema auch zu informieren. Ich finde, dass so viele teilgenommen haben, zeigt auch schön, wie wichtig das Thema ist. Also auch da wirklich herzlichen Dank. Es ist ja mal wieder eine Veranstaltung, die in weiteren Schritten mündet. Also wir sind jetzt hier nicht fertig, sondern das Thema kommt auf uns alle wieder zu. Wir werden es alle begleiten. Ich denke, die allermeisten Punkte sind unstrittig. Insofern geht es hier jetzt auch für alle hier voran. Und wir freuen uns, dass wir das Thema voranbringen können. Dann sage ich mal bis bald in dieser Runde.